1941, das war übrigens Benny Goodman, 1941 dreht H.C. Potter nach dem Musical Hells of Poppin' den Film Hells of Poppin'. Hells of Poppin' ist von all den fünf Musikfilmen, die ich mir ausgesucht habe, natürlich der verrückteste. 1941 gedreht, mitten im Zweiten Weltkrieg. Es ist unglaublich, während Europa untergeht in einem Kampf der Ideologien und der wahnsinnigsten Diktaturen aller Zeiten, vollkommen humorlos, menschenverachtend, drehen die Amerikaner einen Film, der so anarchisch und so verrückt ist und so witzig und so respektlos, dass man natürlich ahnt, und das wurde ihnen auch Gewissheit, dass man, dass ein Land, das in der Lage ist, solche Filme zu produzieren, auch einen Weltkrieg gewinnen kann. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Es ist, wie gesagt, Anarchie pur. Es gilt gar nichts mehr in diesem Film. Es ist eine Bombe des Irrsinns und der guten Laune. Sehr präzise gefilmt. Eigentlich ein Vaudeville-Film, wenn man so will. Ein Gag jagt den nächsten. Die Handlung ist egal. Es kommt eine Handlung vor, die braucht überhaupt gar keine moralischen oder sozialen Normen etablieren will, wie das in vielen Musikfilmen in Amerika ja der Fall war. Dieser Film ist einfach herrlich. Dass es diesen Film gibt, ist der Beweis dafür, dass die 40er Jahre das amerikanische Jahrzehnt waren, voll und ganz. Meine Damen und Herren, viel, viel Spaß und Vergnügen mit Hells of Poppin' in der Hölle ist der Teufel los. Und cut!